ein schönes Lied. Ganz allein, mein schönes Kind, bei dieser Eiseskälte? Ja, außer mir ist niemand zu Hause. Die 7 Zwerge sind also nicht hier? Nein, sie sind zur Arbeit in die Mine gegangen. Ich kümmere mich so lange um das Haus. Das tust du? Aber du musst ja völlig erschöpft sein. Nein, nein, ich helfe doch so gerne. Und es ist so ein herrlicher Tag. Du bist ja so ein gutes Kind. Aber du solltest dich zwischendurch ausruhen und stärken. Sieh nur diesen saftigen Apfel. Der wird dich wieder zu Kräften bringen. Oh, was für ein wunderschöner Apfel. Hier, ich schenke ihn dir. Nimm nur, mein Kind. Nimm einen Bissen. Aber nein, liebes Mütterchen. Ich kann dir doch nicht deinen bezaubernden Apfel nehmen. Was wirst du dann essen? Bitte. Ich bestehe darauf. Na gut, dann lass mich dir wenigstens etwas geben. Meine Liebe. Nun nimm aber einen Bissen. Der wird dir gut. Ja, so ist's recht. Einen schönen, großen Bissen. Na los, mein Kind. Worauf wartest du denn? Na los, Kind, tu es. Tu es. Tu es. Nicht zu schnell. Haben Sie dieses Objekt vorher auch ausgiebig überprüft? Haben Sie es zum Beispiel auf Wurmbefall oder Stippen getestet? Ist er biologisch hormonfrei und in Ihrer Region angebaut? Könnte er vielleicht vergiftet sein? Ist er auch ganz sicher vegan? Sie können sich nie sicher genug sein. Und bevor Sie einen solchen Betrag in das eben besagte Objekt investieren, empfehle ich Ihnen vorher, sich an mich zu wenden. Kennen Sie das auch? Sie haben sich gerade ein köstliches Haus gekauft und haben nun Angst, dass Kinder daran knuspern? Sie haben Angst, dass sich Ihre Kutsche noch vor Mitternacht zurück in einen Kürbis verwandelt? Dann kontaktieren Sie mich. Wir von Rumpelstilzchen GmbH legen höchsten Wert auf die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden. Und was kostet Sie das? Nur Ihr erstgeborenes Kind. Also zögern Sie nicht. Rumpelstilzchen GmbH, wo Träume wahr werden.